Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, 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 gute Nacht. Minions, es gibt viele andere Schurken auf der Welt. Aber ich werde ein Super-Schurke. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. Dieses jämmerliche kleine Kind glaubt, es kann ein Schurke werden. Weil ich einfach unverbesserlich bin. Nicht Mini, bitte hört auf, mich so zu nennen. Greifen wir an! Miniboss! Meine Minions kommen und retten mich. Da hackt wohl jemand gerne auf kleinere rum. Ich bin Meisterin des Kung Fu. Teacher New Kung Fu? Burr, smutschi, smutschi. Ich bilde euch aus. So here I go with my son. Ist hier, los. Ja. Ah, Kevin, Kevin, Kevin. Ich muss gestehen, ich finde den Trailer sehr lustig. Ich muss einfach lachen, wenn Kevin Stewart und Bob irgendwie völlig ausrasten. Ich mag diese Kung-Fu-Nummer mit diesem Brett zerschlagen. Ich mag, dass es völlig überdreht ist. Und ich muss einfach sagen, habe ich Bock drauf. Und damit war es der neue Trailer zu Minions 2 auf der Suche nach dem Mini-Boss, den uns Universal Pictures voraussichtlich ab dem 30. Juni 2022 in die deutschen Kinos bringt. Animationsfilm, Actionfilm, also Action, Animation, Komödie. Und der erste Minions-Film war ja ein fulminanter Erfolg. Und wenn man sich auch damals den Merchandise anguckt, du konntest irgendwie durch kein Geschäft gehen, ohne irgendwas mit Minions zu sehen. Und diese Sprache, die sie sprechen, die so ein Zusammengewurschtel aus allen möglichen Sprachen ist, die man irgendwie immer versteht und die mit ihrer dummen Art und Weise Chaos zu verbreiten, einfach für Spaß bei Groß- und Kleinsorgen, funktioniert für mich auch bei diesem Trailer. Und auch immer, weil die Minions von Illumination Studios im Grunde so eine Kern-DNA sind und Gru als böser Schurke von Ich einfach unverbesserlich, brachte ich die Trailer, aber auch die Filme immer wieder mit einer sehr coolen Musik zusammen. Und hier Eminem, Lose Yourself drunter zu haben, ist einfach auch eine richtig coole Nummer. Kurzum, ich hab da Bock drauf und auch die Storyline mag ich eigentlich, dass Gru noch 12 Jahre alt ist und davon träumt, ein Superschurke zu werden und sich den Vicious Six anschließen will. Die wollen ihn aber gar nicht, deswegen stiehlt er etwas ganz Besonderes und da wird Jagd auf ihn gemacht und auf einmal ist Gru, der noch ein Mini-Boss ist, daher der Titel, weil er erst 12 Jahre alt ist oder irgendwas um den Dreh, ist weg und die Minions müssen ihn finden. Und das bedeutet eine abenteuerliche Reise voller bekloppter Verwirrtheit und das sind die Minions und ich finde einfach, dass ich bei dem Trailer schon genug schmunzeln oder lachen musste, aber auch so eine gewisse Süßigkeit empfinde, dass ich einfach recht Bock drauf habe und freue mich dann auf den 30. Juni die Nummer spätestens im Kino zu sein und ich weiß noch, bei dem ersten Bewegtmaterial war meine Freude, glaube ich, noch nicht ganz so groß. Das hier macht mir Bock und Laune. Wie sieht es denn bei euch aus? Sagt ihr ja genau mein Ding oder sagt ihr geht mir weg mit den gelben Dingern? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.